So. Ja, ein bisschen was ist drin, weil der Standort ist nämlich richtig beschissen. Sorry für die Lampe, aber ich sehe sonst nichts. So, schauen wir mal. Ein bisschen Geld in drin. Na, das ist doch schon mal wunderbar. Ja, das ist mein erster Livestream. Wir füllen gerade den Automaten hier auf. Das ist mir das gute Stück. Und wollen wir mal zählen, wie viel drin ist, was wir hier reingehaben haben. 10, 20, 30, 40, 50. 55 Euro habe ich hier jetzt gerade rausgezogen aus dem Automaten nach einem Tag Arbeit. Das ist, muss ich sagen, nicht mein bester Standort. Leider Gottes. Beim anderen ziehe ich am Tag 200 € raus oder so. Aber den Standort hier werden wir auf jeden Fall verändern, weil der nicht so gut funktioniert. Und ihr seht hier, dieses, die ganze Technik. So sieht der Automat von innen aus. Und ja, jetzt schauen wir mal kurz zu meinem Auto. Ein kleines Schmuckstück hier, ein Lupo. Da habe ich schon den Müllsack dabei, falls hier die Mülleimer voll sind. Weil den musst du natürlich auch immer leeren. So. Und ich sammle das Pfand ein, weil wir wollen das spenden. Das geht ganz einfach. Wir setzen das jetzt hier hin. So, dann seht ihr mich ein bisschen besser, wenn ihr mich seht. Komm, ich schmeiß das mal. So, zack, zack, zack. Ja, das muss gemacht werden. Nachts um 3, um 12 muss man hier noch den Automaten leeren. Seht ihr überhaupt was mit dieser scheiß Stirnlampe? Tun wir die mal ein bisschen auf die Seite, dann seht ihr ein bisschen besser was. Genau. Schreibt mal was in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, wie es mit dem Automaten funktioniert. Ich hole jetzt mal meine ganzen Schokoriegel raus. Moment. So, 1, 2, 3. Da bin ich wieder. Zack. Drei Leute, ja. Ich habe hier eine. Dann müssen die Schokoladensachen natürlich schön gekühlt werden. Hier einen kleinen Hocker. Und hier haben wir schon das erste Problem. Die Takis Vulcano sind rausgefallen. Das heißt, die Spirale hier hat nicht richtig funktioniert. Nehmen wir die mal raus. Wir sehen, es ist schon was verkauft worden. Aber der Computer sagt mir sozusagen, dadurch, dass die jetzt einmal rausfallen, dass da ein Problem vorhanden war. Das ist natürlich scheiße. Ist nicht so schlimm. Ich kann die gleich wieder reinstecken hier. Einfach schön reingesteckt. Und wir haben hier noch ein paar Sachen dabei. Das hier sind schöne Teile, mit denen kann man hier unten die Getränke gerade machen. Die brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Und ja, was haben wir hier dabei? Takis Fuegos. Vulcanos. Die wollen wir auffüllen. Wie mache ich das? Ich stelle euch mal hier auf die Seite. Genau. Dann habe ich noch die Hände frei, um das Ganze aufzufüllen. Ja. Und freue mich auf jeden Fall, dass hier wieder Leute da sind. Ich habe mir gedacht, für jedes Produkt hat so Cantuccine mit vorne drinnen, das ist richtig gut. Dann sehe ich natürlich einerseits, wer schon gekauft hat und andererseits, was haben die Leute ein kleines Geschenk, wenn sie sozusagen das Produkt neu kaufen. Bei mir jetzt ganz neu im Automaten ist das hier drinnen, kleines Cannabis-Schokolädchen, ein Longpape und Kohlefilter. Dann habe ich jetzt Nicknacks drinnen, japanische Chips und Nerds. Die M&M's Crispy sind ganz neu drin. Und ich sehe, hier haben wir schon das nächste Problem. Die Spirale hat es zerfickt. Ah, fuck you. Ah, da geht schon wieder was nicht richtig. Da muss man gleich mal dran arbeiten. Deswegen werden die auch nicht verkauft, ne? Dann habe ich hier noch die Vapes drinnen. Eine Packung und hier noch drei Stück. Und ja, ganz viele andere Sachen. Die werden wir jetzt euch alles mal zeigen. Wir haben auf jeden Fall, was richtig gut geht, falls ihr mal mit dem Automatenbusiness anfangen wollt. Ich muss mal schauen, wo kann ich denn den Chat sehen? Hier Top-Chat, ja, schließen, Live-Chat, sieht man den? Okay, PIN-Funktion, kein Chat. Wo sieht man denn den Chat? Hier, keine Ahnung, Umfrage kann ich machen. Hat irgendjemand eine Idee, wie man den Chat anmacht? Top-Chat, einige Nachrichten, zum Beispiel potenziell Spam, werden Live-Nachrichten werden angezeigt. Willkommen beim Live-Chat, bitte achte. Okay, schreibt mal jemand was in den Chat rein, ne? Dann sieht man das sofort. Wir haben hier auf jeden Fall noch Takis Fuego drinnen. Die laufen ziemlich gut. Die habe ich für 3,50 drinnen. Und dann habe ich noch die Vulcanos hier drinnen für 3,90 oder sowas. Und dann noch die Takis Blue Heat. Die sind für 4,50 bzw. 4,90 drinnen, weil ich die sehr teuer einkaufen musste.